Sonntag, 28. Oktober 2018, 19.51 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle. Bayer Leverkusen hat die Heimserie von Werder Bremen beendet und wie im Weserstadion gewann Bayer 6:2, 3:0. Kevin Volland 8. Minute, Julian Brandt 38. Karim Bellarabi 45. und Kai Havertz 67. trafen für die Gäste, zudem unterliefen Bremens Sebastian Langkamp gleich zwei Eigentore 72. 77. Werders Tore erzielten Claudio Pizarro 60. und Yuya Osako 62. Es war die erste Niederlage im 17. Heimspiel von Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Wir haben heute einen wichtigen Aspekt des Fußballs komplett vergessen, das war die Konterabsicherung, sagte der Coach nach der Partie. Leverkusens Trainer Heiko Herrlich sagte, ich hoffe, dass das Spiel heute Kräfte freisetzt und die Mannschaft den neuen Schwung mitnimmt. Werbung für die Bundesliga. Bremen und Bayer betrieben Werbung für die Bundesliga. Von Beginn an waren die Rollen klar verteilt. Werder machte das Spiel, Leverkusen lauerte auf Konter. Die Gastgeber kombinierten sich gefährlich nach vorne. Max Kruse, 23. 31. und Ludwig Augustinsson, 23. 33. vergaben die besten Gelegenheiten in Hälfte 1. Offensiv gefiel Bremen zwar, das Gegenpressing funktionierte aber überhaupt nicht. Und Leverkusen nutzte das exzellent. Bayer war dann gefährlich, wenn Havertz, Brandt, Volland und Bellarabi ihr Tempo ausspielen konnten. Die ersten drei Treffer resultierten allesamt aus Konteraktion. Am 1:0 war das komplette Quartett beteiligt, Volland vollendete eine Bellarabi-Flanke. Vor dem 2:0 hebelte Alexander Dragovic Bremens Abwehr mit einem langen Ball aus. Werder-Keeper Jiří Pavlenka wehrte eine Bellarabi-Flanke vor die Füße von Torschütze Brandt. Kurz vor der Pause tauchte Bellarabi frei vor Pavlenka auf und blieb cool 3:0. Pizarro trifft Pavlenka Patz, dennoch wurde es nochmal spannend. Der eine wechselte Pizarro traf zum 1:3, der 40-Jährige machte sich damit zum zweitältesten Torschützen der Bundesliga-Historie. Nur Mirko Votava, ebenfalls Werder, war noch älter erfolgreich gewesen. Als Osako nur kurz darauf auf 2:3 verkürzte, schien eine erfolgreiche Aufholjagd möglich. Dann aber schlug Leverkusen erneut eiskalt zu. Havertz überwand Pavlenka, der bei dem Abschluss aus spitzem Winkel keine gute Figur machte. Innerhalb weniger Minuten unterliefen Bremens Langkamp dann seine beiden Eigentore, beide Male versuchte er in höchster Not zu klären, vergeblich. Leverkusen vergab sogar gute Chancen auf weitere Treffer, am Ende kamen die Gäste auf 30 Abschlüsse, Werder 20. Durch die Niederlage verpasste Bremen den Sprung auf Rang 2. Mit nun 17 Punkten belegt das Team den vierten Platz. Leverkusen, 11 Punkte, verbesserte sich auf Rang 12. Herrlich, der zuvor unter Druck geraten war, sagte, er wisse nicht, ob seine Position nun gefestigt sei. Da bin ich der falsche Ansprechpartner, sagte der Coach, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich in der Kritik stehe. Werder Bremen, Bayer Leverkusen 2:6, 0:3, 0:1 Volland 8, 0:2 Brandt 38, 0:3 Bellarabi 45, 1:3 Pizarro 60, 2:3 Osako 62, 2:4 Havertz 67, 2:5 Langkamp 72, Eigentor 2:6 Langkamp 77, Eigentor. Bremen, Pavlenka, Veljkovic, Langkamp, Friedel, 46. Pizarro, Ebrezilassi, Şahin, 70. Reschika, Augustinsson, Maximilian Eckestein, Klaassen, Osako, 79. Möwald, Kruse. Trainer, Kohfeldt, Leverkusen, Hradecki, TAH, Sven Bender, Dragovic, Weiser, Havertz, 81.
Lario, Lars Bender, 59. Kors Wendell, El Arabi, 52. Bailey, Volland, Brandtrainer, Herrlich, Schiedsrichter, Fritz Korb. Zuschauer, 40.400 gelbe Karten, Langkamp, Velkovic, 2, Volland, TAH.